Blumen. Ich sehe einen Wald vor lauter Bäumen nicht. Nein. Nein. Natürlich toll, dass hier Grasbüsche davor sind. Aber es funktioniert ja anscheinend. Finde ich geil. Aber ich bin auf der rechten Seite und da ist nichts gewesen. Da täusche ich mich. I don't know. Aber wir kriegen ja eigentlich eine gute Ausbeute und vor allem hast hier ganz schön viele Kisten versteckt. Ja, das ist ja Wahnsinn. War es ja nicht genug. Aber hier ist sonst nichts. Oder doch? Nö. Okay, das war's. Aber auf der rechten Seite. Komm, Junge. Zum See auf der rechten Seite. Moment mal, jetzt muss ich nochmal lesen. So, Treffpunkt, wenn ihr auf der rechten Seite ist. Eine kleine Ecke legt dort den Schalter um. Da ist eine kleine Ecke. Das klingt irgendwie wie so ein Spruch. Da ist eine kleine Ecke. La 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 la. Hallo? Ach so. Ist eine kleine Ecke. Da legst du einen Schalter um. Wenn du das nicht tust, dann bist du dumm. Okay, hier ist nichts weiter. Gut, dann gucke ich weiter vorne. Also da habe ich doch was übersehen. Da bin ich mir doch ziemlich sicher. Eine kleine Ecke. Eine kleine Ecke von Harald Brecke. But I can't see anything. Auf der rechten Seite. So, Ecke. Liegt dort den Schalter um. Vielleicht ist mit der anderen Seite rechts gemeint. Oder du hast ein Richtungsdreher drin. Wie auch immer man das nennt. Ah, irgend so eine. Keine Ahnung. In irgendeiner Nische, meine Herren, das kann doch nicht so schwer sein. Finden muss. Was ist denn da? Da sehe ich doch irgendwas. Achso, das Baum. Boah, erschreck mich doch nicht so. Hier so kann man auch gut gucken. Ich kann echt nichts erkennen. Los, geh ein bisschen paddeln. Geh ein bisschen paddeln, los. Tu, was Daddy sagt. Nee. Okay, ich wollte eigentlich episch reinjumpen, aber aus irgendeinem Grund habe ich das nicht getan. Vielleicht ist es ja im Wasser. Dieses Top Secret. Da gehe ich mal ein bisschen der Sache auf die Spur. Oder die Spur auf der Sache. Keine Ahnung. Natürlich sagt man es so nicht. Aber ich fand's witzig. Eigentlich nicht. Aber egal. Kümmert mich das. Ja, tut es. Huhn, du kannst doch bestimmt die Wahrheit sagen. Du bist zwar kein Schaf, aber du kannst auch die Wahrheit sagen. Aber hier ist auch nichts. Aua, aua, aua.
Es existiert doch nichts. Jetzt begnüge ich mich hier mit einem See die ganze Zeit, aber ich glaube etwas zu sehen. Toll. Das wollte ich jetzt noch nicht gerade. Aber gut, ein Laubbüschel ist natürlich auch nicht schlecht. Mann, aber das wollte ich doch gar nicht. Boah, jetzt habe ich da was gefunden, was ich überhaupt nicht wollte. Das wollte ich doch halt nicht. Ich wollte auch nicht, dass es so weit kommt. Ah, von hier aus kann ich meinen Schornstein sehen. Jetzt nicht mehr. Ist hier irgendwas? Nö. Mann, das. Von welcher rechten Seite reden wir hier eigentlich? Ist hier vielleicht irgendwas? Mann, das ist Schande, so wird im Sprung. Okay, also geht zum See, aber da steht nicht ein neuer See. Wir können auch mal nach hinten zur Wegbeschreibung gehen. Also wird ja ausgeschildert. Vielleicht steht da irgendwas. Wäre natürlich schön. Also, Wegbeschreibung. Neusee geradeaus. Das ist dann zum See. See wurde verlegt. Dann müsste es doch rein theoretisch hier sein. Da ist eine Kiste. So. Und, ja. Das ist doch rechts, verdammt. Nee, von dort komme ich doch. Boah, jetzt bin ich hier umsonst reingesprungen. Also, ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich bin da deftig überfragt. Also ich hab wirklich genau geguckt, also ich weiß nicht, was ich hier noch für ein HD-Auge brauche, um das sehen zu können. Ich meine, das muss ich doch auch so sehen können, oder? Ich kann noch mal hier lang gehen und gucken, aber hier ist ja auch nichts. Ich meine, es hat ja nichts mehr mit dem See zu tun. Aber ich kann hier noch ein bisschen was einsammeln. Jetzt habe ich hier schon über zwei Stacks an Holz. Ist hier vielleicht irgendwas? Ja, ich gehe es hier nur flüchtig durch, weil ich genau weiß, dass ich hier falsch liege. Ich meine, hier ist doch kein See. Aber hier ist eine Kiste. Eine spärlich versteckte Kiste. Aber trotzdem ist hier nicht das, was ich eigentlich suche. Da könnten 80 Kisten wegfallen, damit ich zufrieden werde. Und jetzt kommen die wieder alle raus. Die Welle kommt. Die. Oh. Oh mein Gott, die Bandidos. Banditos. Mein, war hier eine Kiste? Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Wow. Der will mit mir hinterm Haus böse Geschäfte machen. Kiste. Ah, komm. Nein, warum ist hier die Kiste weg? Dadurch hat doch die Kirche keinen Sinn mehr. Meine Herren. Was treibst du hier schon wieder für Geschäfte, Junge? Du weißt doch, der Herr da oben. Er beobachtet dich. Oh Mann. Es gibt's doch nicht. Dieses Spiel macht mich irre.
Und I can't see anything too. Oh, ey, dieses Schniefen die ganze Zeit. Das geht schon ein bisschen auf den Schnulli. Oh. Mensch, was los, Junge? Warum so viel? Da hätte ich doch lieber einfach nur einen Schalter. Einen Schalter, einen Schalter. Einfach einen dicken, fetten Schalter. Bestimmt geht hier denn wieder was auf. Ich wette es. Hier ist nichts. Geil. Ach, das ist der Wahnsinn. Kiste. Hatte ich schon. Schade. Kann bestimmt hier wieder lang. Eine Kiste finden. So, gut. Dann geht's hier weiter. Auf dem Feld ist ja. Da hinten leuchtet was. Mö, 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 Milch, will Milch. Ah ja. Ja, Tiere abschießen macht unglaublich Spaß. Noch 12 Stunden. Wenn Tero aktiviert. Ja, ich bin activated. Meist erinnert mich irgendwie an Actimel. So, jetzt habe ich es hier irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, was daran See sein soll. Also, wenn es wirklich dieses tatsächliche Top Secret Teil ist, dann will ich jetzt mal gucken, was ich dann machen soll. Geht dort in den Wald und legt dort dann den zweiten Schalter um. Nun kommt der schwierigste Teil. Geht zu der Villa, betretet sie und schon werdet ihr es merken. Ich muss doch zum See. So ein Scheiß. So ein Scheiß, aber auch. Dieser Scheiß. Okay, dann würde ich sagen, beende ich diesen Part an der Stelle. Und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Und ja, mal gucken, ob ich dann weiter weiß. Naja, ich werde erstmal noch offline suchen. Offscreen heißt das ja. Und ansonsten muss ich den Entwickler höchstpersönlich fragen. Bis dann und ciao.